an. Na gut, er schaut mich überhaupt nicht an, aber er steht da. Das ist schon schlimm genug. Dafür darfst du jetzt sterben, Mistkerl. Ups. Hallo. Ja, dir auch einen guten Tag. Komm her. Na, das war ja einfach. Wie immer. So, bei Buster müsste es auch noch Viecher geben, die ich noch kurz splatten will. Und dann kann ich zur Taverne laufen. Und dann zum Kloster. Dann verkaufe ich noch kurz mein Zeug. Das ich hier jetzt kurz noch einnehme. Durch diese paar Goblins und Keiler und so. Stirb. Stirb. Oh. Oh. Sag mal, wie wär's mal mit dem kritischen Treffer, du Anfänger? Das nennt sich Meister, ey. Ja, was ist denn los? Oh Mann. Das war ja schlecht, aber egal, die ziehen mir ja kaum was. Bei meinem vielen Leben und tollen Rüstung. So, erledigt. Irgendwann noch die Fälle verkaufen bei Buster, aber das brauche ich jetzt nicht machen. Bei Bosper. Buster. Aber das brauche ich jetzt nicht machen. Das wäre auch Verschwendung an Zeit. Aber mein Schrott bei Gorax kann, mein Schrott kann ich später schnell bei Gorax verkaufen. Ich glaube, der handelt mit mir, also ja. Und dann werde ich einen Cut machen, sobald es in Richtung Auge Innos geht, denn dort gibt es noch sehr viel zu erleben. Das mache ich heute nicht mehr, denn ich bin jetzt schon wieder viel zu lange am Aufnehmen. Einmal. Schwächliche Scavenger hier. So. Da ist nichts zu plündern. Ja, ja. Da ist nichts zu holen. Okay, das war alles. Gut, rüber Richtung Kloster. Ein Suchender wird mir gleich entgegenlaufen, der kriegt auch noch eine drauf und dann müsste ich so ziemlich alle Suchenden haben, die es hier gibt. Außer ich habe noch irgendjemanden übersehen. Ja gut, es gibt noch auf dem Weg zum Auge Innos welche. Und sobald ich das, bevor ich das nächste Mal schlafen gehe, werde ich so ein komisches Ding trinken. So ein Trank von Pyroka. Hey, wo ist der Suchende hin? Der läuft doch normalerweise hier den Weg entlang. Letztes Mal hat er mich doch so überrascht. Hey, was soll das? Wo ist der? Jetzt werde ich gerne später auf ihn treffen und merken, dass er... Ja, dass er mich dann wieder beklemmend Gefühl macht. Der Satz war ja super. Okay. Dann eben nicht. Mann. Ist jetzt schon irgendwie dumm. Oh, leck. Oh, kacke, ey. Das Kloster muss geladen werden. Na gut, dann lassen wir eben den letzten Suchenden am Leben, wo auch immer er sich versteckt. Ich werde ihn irgendwann bestimmt noch erwischen. Vielleicht habe ich ihn auch schon getötet, keine Ahnung. Vielleicht, ja. Egal. Pyroka. Na Moment, erstmal mit Gorax reden. Und mein Zeug verkaufen. Hey, hallo. Ich brauche ein paar Dinge. So, der hat ja auch nochmal jede Menge Tränke, das kann ich mir merken. Hier, bitteschön. Und dann noch ein bisschen Schrott da unten. Lurkerklaue, Haut eines Reptils, Flügel. Bergkristall. War's das? Ja, das war's. Jetzt habe ich fast 40.000 Gold. Wie schnell ich gerade einfach Gold gekriegt habe. Also 40.000 Gold, Leute. 40.000. Also 39.945. Ja, aber wenn ich jetzt noch 55 Gold hätte, dann 40.000. Hallo, Salandri. So, jetzt muss ich aber gleich wieder ein bisschen Gold ausgeben. Aber das ist halb so wild. Ich habe immer noch fast 40.000. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Pyroka. Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Tja, als Söldner muss man halt alles zahlen. Gut, hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Jetzt brauche ich irgendwo einen Schlafplatz hier. Ich habe nämlich keine Lust, nochmal nach Korinnes oder so zu laufen. Ich schleiche mich einfach in irgendein Zimmer, wo es ein Bett hat. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Wo es niemanden stört, wenn ich penne. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Gibt es hier irgendeins? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keins gibt, bei dem ich das machen kann. Was guckst du mich so an? Willkommen, mein Sohn. Hä? Wo kommst du her? Hast du mich nicht schon lange angequatscht? Ich komme von den Höfen. Hab doch schon mit einem geredet. Dann heiße ich dich im Namen der Gastfreundschaft willkommen.
Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Ich habe mit dir schon ewig geredet. Ich brauche dein Gastrecht nicht. Oder du wirst große Probleme bekommen. Hallo, Marduk. Wir kennen uns doch schon. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum er mich anquatscht. Aber ich bin mir sicher, ich habe doch schon mit ihm geredet, oder Leute? So, gibt's hier noch irgendwas zu sagen? Nein. Schön. Das hätte er doch besser wissen müssen. Dann werde ich jetzt versuchen, hier schlafen zu gehen. Ich will nämlich schlafen, bevor ich... Oh, cool. Gibt einen Lebensbonus. Energie. Okay. Gehen wir schlafen und hoffen mal, dass uns hier niemand angreift, wenn wir hier reinlaufen und schlafen wollen. Gut, mit uns wird jemand angreifen, aber ich hoffe, dass ich es hinkriege, schnell genug zu schlafen. Was suchst du hier? Was suchst du hier? Geh! Ja, ich gehe schon. Kluges Kerlchen. Hat ja geklappt, wie immer. Wo ist Marduk? Tja, ist noch nicht aufgestanden. Gut, okay. Nächster Morgen. Wir sind direkt auf dem Vormarsch. Gleich sind wir beim Auge Innos. Gleich geht's hier los. Leider leckt es jetzt noch, aber das macht nichts. Und gleich heißt beim nächsten Part. Ob ich jetzt den nächsten Part wieder Gothic spiele, was ich jetzt mal denke, weil ich habe eigentlich noch nicht das geschafft, was ich für alles schaffen wollte. Oder ob ich ein anderes Spiel spiele, was ich eher nicht denke, wie gesagt. Das seht ihr ja dann. Also ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann, macht's gut.